Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Fountain of Youth. Die Grillen zirpen mir die Ohren weg und mir ist aufgefallen, dass meine Klamotten fast kaputt sind. Die werde ich jetzt mal ganz schnell durchreparieren, bevor wir unterwegs hier verbrutzeln und es nicht merken. So, ansonsten geht es uns ganz gut. Die Füße sind noch einigermaßen in Ordnung. Wir haben das mobile Bett dabei. Muss mal kurz gucken, ist das Leder fertig? Ich hoffe doch. Und wir nehmen uns nochmal eine verarbeitete Haut, damit wir die... So, und das eben. Damit wir hier die Zeit nutzen können. So, 13 Stunden. Ich hätte mal öfters das Leder wechseln sollen. So, zwei haben wir schon mal. Guti, dann geht's heute los zur Kupfermine. Ich habe hier meinen Transportkorb, habe ich so gut es geht, leer gemacht. Genau, ich wollte noch was zu essen mitnehmen. Weil ich werde ja dort übernachten und dann brauche ich noch was zu futtern. Da nehme ich mir einfach eine Dattel mit. So, und hier ist nur Steine drin für die Spitzhacke, die wir reparieren. Und dann hoffe ich mal, dass oben die Kupfermine wieder intakt ist. Ich muss kurz auf die Karte gucken. Hier so links am Felsen vorbei, hier oben rum, darum. Okay. Und ich wollte mal gucken, ob wir nicht Holz kriegen. Ja, geil. Nehme ich mit in meine Kiste. Weil wir brauchen noch jede Menge Stöckchen und so ein Kram. Ich hole jetzt erstmal das Kupfer, dann gucke ich, wie viel Platz ich noch in der Kiste habe am Ende. War das hier durch? Ja, gell? Ja, richtig. Ein sehr schön gestaltetes Gebiet, muss man sagen. Ich höre schon hinter mir rumhüpfen. So, jetzt mal Daumen drücken. Ah, nee. Das habe ich mir gedacht. Das ist nicht schön. Warte mal, was kostet uns denn eine Spitzhacke? Spitzhacke. Warte mal. Werkzeuge. Kupferspitzhacke. Ach, das Ding kostet nur ein Kupfer. Na, das ist ja sehr übersichtlich. Ja gut, dann nehme ich hier zumindest Brennmaterial mit, würde ich sagen. Hier, guck mal, wir haben hier noch... Das sind Früchte, die langen Äste nehmen wir mit. Ja, was machen wir? Gehen wir nochmal zu der anderen Mine? Oder dürfte ja maximal ein Kupfer drin stecken oder sowas. Moment, das sind immer zwei Kupfer pro Bahn, oder? Das waren, glaube ich, immer zwei Kupfer pro Bahn. Das heißt, wir müssen die anderen Minen nochmal ablaufen. Oh nein, nein, nein. Rechts, dann hier hoch und komplett durch. Tja, hilft ja nichts. Nicht meckern, sondern machen. Guck mal, da war noch ein großer Stein, den nehmen wir noch mit. Der uns dicke Äste. Oh ja, nice. Nein, ich wollte es da reinmachen. Das ist sehr gut. Das kann man auch als Brennmaterial verwenden. Orientierungslos, ja, wir müssen hier raus. Ich mache jetzt erstmal Strecke, weil wenn die Nacht ist, ist es auch wieder doof. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal durch bis zur anderen Kupfermine und dort legen wir uns auf die faule Haut. Ei, da ist noch nicht offen. Augen zu und durch. Jo.
Stinker, du Blöder. Habt ihr gehört? Der bleibt dran. Der ist hartnäckig. Aua! Weißt du, ich tue euch nichts, ihr tut mir auch nichts. Ja. Ja, das war auf jeden Fall der zweite Teil. Und wow, das sind gerade mal 2 Barren, die wir dann daraus holen. Das ist ziemlich blöd. Reparieren. Gut, pass auf, dann legen wir uns jetzt hier erstmal schlafen. Platzieren. Und schwupp. Wo kann man? Ich konnte doch letztes Mal hier oben pennen. Jetzt anscheinend nicht mehr. Da. Gute Nacht. Guten Morgen. So. Das ist ja blöd jetzt. So, Frühstück haben wir auch direkt dabei. Ja gut, prinzipiell brauchen wir einen Kupferbarren, ne? Wir brauchen aber zum Beispiel für Reparaturen brauchen wir Kupferbarren. Und ich meine, dass wir die Mine als letztes hatten. Das heißt, wir haben eigentlich nicht genügend Kupfer. Gut, wir können die Kupferspitzhacke machen. Ja. Das hilft ja nicht, ne? Das hilft ja nicht. Ja, aber es langt für die, wir haben jetzt ein bisschen Brennholz, es langt auf... Blödes Stück. Eins, die haben wir abgegrast. Das ist die 2, 3. Wo soll denn hier die 4. sein? Chat sagt gerade, Regie sagt gerade, Entschuldigung. Sagt gerade die 4. Ich sehe keine. Auf einer anderen Insel, ja gut. Das ist zwar eh was anderes. So, dann gehen wir hier eigentlich so durch. Ja, beiß mich ruhig. Das kümmert mich gar nicht. Alter, ist der hartnäckig. Waren wir hier schon mal? Ah, das ist ja komplett anders gelaufen. Naja, egal. So, jetzt müssen wir hier vorne noch ein bisschen aufpassen. Ah. Wieder zu Hause. So. Ich fahre hier mal hin. Okay, cool. So. Also. Da liegt sogar noch ein Kupfer drin. Das ist ja richtig nett. Wir hatten aber sonst auch nichts mehr, ne? Nee. Gut. 1, 2. Ein Stück Kohle. Einmal Brennstoff. 1,40.
Und 1,18, ja, das war richtig. Anzünden. Perfekt. So. Leder. Verarbeitete Haut. Okay. In 13 Stunden ist das Ding fertig. Also. Wir können jetzt schon mal die Kupferspitzhacke machen. Mit dem einen Kupfer. Dann brauchen wir Seile. Nee, brauchen wir die anderen. Okay. Wir brauchen 20 Minuten. Ja gut, dann machen wir die 4 direkt durch. Dann könnte jetzt das Kupfer durch sein. Ja, perfekt. Ich mach das erst nochmal hier rein. Und die zwei noch. Und eine Kohle. Ja, sehr schön. So, also. Ein Seil und einen starken Zweig. Biegsam, starker Zweig. Seil, ein Kupfer. Und wahrscheinlich eine Werkbank, oder? Ja. Kein Werkzeug gewählt. Ach, ein Hammer. Das ist ein Argument. Den müssten wir eventuell reparieren. Hat noch gereicht. Eine Kupferspitzhacke. Richtig nice. Cool, dann haben wir das schon erledigt. Dann haben wir das. Und dann können wir das mal direkt reparieren. Zwei Steine, okay. Zwei Steine. Hallo Spinne. Der große Vorteil bei dem Spiel ist, man verliert so ein bisschen seine Spinnenphobie, fällt mir auf. Bei dem ganzen ekligen Krabbelzeug. So, das heißt, du kannst da bleiben. Dich nehmen wir mit rüber dann. So, also wir haben die Kupferspitzhacke. Dann wollten wir diese Gasmaske machen. Die heißt aber nicht Gasmaske. Hm. Maske? Da. Und da brauchen wir... Was brauchen wir da? Ein Stück Leder. Kann aus getrockneter Haut hergestellt werden. Ein Stück Leder. Ah, 10 Wasser und ein Stück Rinde. Rinde? 10 Wasser habe ich einstecken. Wie ma... An der Lederwerkbank. Ach, hier oben. Ah. Ein Stück Leder. Aber wie kriege ich das Wasser da rein? Wie kriege ich denn sauberes Wasser hier platziert? Muss man Wasser einfüllen? Wassertank. Aha. Okay. Apropos, hat man nicht da was zum Kondensieren? Ja. Und das eine Salz nehmen wir noch mit. Wie sieht's hier aus an der Trockenbank? Nice. Nehmen wir auch mit. Dann hole ich jetzt mal die Datteln. Salz.
Ja, okay, das heißt, wir können nur noch zwei danach trocknen. Aber das sind jetzt erstmal die Datteln, die wir hier raufgelegt bekommen. Und die Datteln sind ja auch so insgesamt richtig gut. Okay, dann haben wir das auch. Dann verarbeiten wir das Leder hier erstmal. Nice. 10 neue Baupläne freigeschaltet. Wow. Aha. Nee, das ist rohe Haut zu Dings. Und Teechu-Leder können wir noch machen. Dazu brauchen wir die getrocknete Haut und Rinde. Warte mal, das stellen wir auch mal her. Frische Haut. Oh, warte mal, die habe ich noch gar nicht verarbeitet. Wo ist denn hier verarbeitete Teechu-Haut? Da. Ein Stück Rinde. Zack, zack. Teju-Leder. Und jetzt mit der Nacht und ich sehe nichts mehr. Okay, wow, ist das Ding wenigstens durch? Noch nicht. Ich mache uns mal Licht, ne? Ich habe ja extra hier die Lampe gemacht. Die jetzt übrigens 12 Tage brennt. Das ist schon krass. Gut. So, ein Stück Teechu-Leder. Ah, genau, die zwei frische Teechu-Haut wollte ich noch verarbeiten. So. Achso, und das kann dann noch getrocknet werden. Ist das schon durch? Ja. So, in 14 Stunden gibt es auch noch Teechu-Haut. So, Stück Leder. Und daraus können. Krass, ein Lederrucksack. Und da sind auch die Lederklamotten. Boah, das ist aber richtig teuer. Das ist ja mal richtig teuer. Zum Glück können wir die Gasmaske herstellen. Also, wir brauchen einen Faden, ein breites Blatt. Nun, erstmal schlafen wir eine Runde, damit es hier ein bisschen, mit ihr was seht, ne? Also, ein Faden. Wie macht man eigentlich Faden? Ah, aus den tierischen Sehnen an der Gerberbank. Ah, die habe ich die ganze Zeit nicht hergestellt. Ich habe 17 Faden. Wie geil, die habe ich die ganze Zeit nicht verwendet. Okay. Ein grünes Blatt und ein Aloe. Ein grünes Blatt. Ich glaube, Aloe hatte ich hier drin. Ja. An der verbesserten Werkbank. Eine Nadel. Also, das ist schon richtig komplex. Ich sollte mir, es hat auch jemand geschrieben, man sollte sich eigentlich, eigentlich müsste ich hier die Hütte ausbauen, also entsprechend so groß bauen, dass alle Werkbänke reinpassen. Dann hat man alles zentral und spart sich das Hin- und Hergerenne. Stand schon vor Folgen irgendwann mal in den Kommentaren, kann ich mich erinnern. Okay. Wir haben die Kräutermaske. Die man wie repariert? Achso, sie ist nicht kaputt, deswegen wissen wir es nicht. Kann man denn hier irgendwie. Ne, steht nicht dabei. Wieso passt das da nicht rein? Achso, jetzt. Okay. Ja, jetzt haben wir die Spitzhacke, die Dings. Und
So, machen wir aus. Brauchen wir nicht. Ja, da ist die Haut trocken geworden. Habt ihr gerade gesehen? Gerade umgesprungen. Nee, nicht getrocknete Rohr brauche ich. Gut. Okay, krass. Alter Vater, da haben wir jetzt aber viel gecraftet, aber die Klamotten dauern wirklich zu lange, meines Erachtens. Also erstmal brauchen wir diverses Wasser. Das sollten wir jetzt auch nochmal ansetzen, bevor wir losgehen. Wir können hier das eine Kupfer mitnehmen, das brauchen wir uns noch reparieren. Messer oder Spitzhacke, dann hauen wir... Ne, wir haben gar kein Kupfer mehr. Kein Material mehr. Okay. Jetzt ist die Frage. Da haben wir noch einen Kupfer. Also ich brauche das zum Vibrieren der Spitzhacke oder auch des Messers. Deswegen nehme ich das mal mit für unterwegs. Und wir müssen das Wasser auffüllen. Da müssen wir zuerst machen. Damit, wenn wir wiederkommen, damit wir wieder Wasser haben. Das Lederverarbeiten dauert einfach... Also das Lederverarbeiten verbraucht einfach sehr viel Wasser, ne? Deswegen sollte man das... wo habe ich das jetzt hin? So, wollte ich das haben. Wenn wir da jeweils mal 10 Wasser durchballern, um das zu machen. So. Einfüllen. So, dann brauchen wir Brennmaterial. Das haben wir hier im Wagen. Ich glaube, das ging ganz gut, oder? Irgendwie 3 Äste oder sowas waren das. 4 Stunden. 5:30, 7. So passt's. So, der Brenner ist voll. Der Ausgabebehälter ist nicht leer. Das bedeutet, wir trinken das Ding leer. Und zünden. Perfekt. Guti, dann packe ich das Ding weg. Das nehmen wir mit. Das Kupfer zum Vibrieren, die Gasmaske. Wir haben die Spitzhacke haben wir dabei. Essen haben wir dabei. Trinken haben wir dabei. Bandagen haben wir dabei. Oh, warte mal. Wir brauchen noch einmal hier Erkältungssaft. Haben wir, glaube ich, hier auf unserem alten Floß noch. Das nehmen wir einmal mit. Ach so, warte mal. Jetzt fällt mir gerade was ein. Seit Folgen schleppe ich das Ding hier mit dem Marinemantel. Der ist doch bestimmt besser, oder? Im Schutz vor Wind, 100%. Ja. Ein Stück Leder und 2 Pferden. Wir sollten ihn reparieren. Problem ist nur, dass wir, glaube ich, nicht genügend Wasser haben. Wobei, wenn ich das hier verarbeite, habe ich genügend, ne? Das war doch nur Wasser, oder? Ein Stück Leder. Ach, ein Stück Rinde noch. Weißt du was? Den nehme ich mit. Ich mache mir jetzt so ein... Ich repariere jetzt meinen Mantel vom Start. Plus 2 Faden. Yo. Gucke. Das sollten wir machen. Was ist denn eigentlich, wenn wir das Ding jetzt zerlegen? Dann kriegen wir ein Seil wieder. Nee, das lohnt sich nicht. Okay, dann lasse ich jetzt die Klamotten. Ich schlafe jetzt erstmal. Ich lasse die Klamotten hier, also ich lasse das Oberteil hier oder ich lege es ins Boot rein. Tja, leider regnet es hier auf der Insel nicht, sonst würde dieser Wassersammler Sinn machen.
Aber das hilft uns halt nicht, ne? Weißt du was? Ich pack das jetzt hier rein. So. Den Behälter fülle ich wieder auf. Ja. Soll ich das nochmal anwerfen, das Ding hier? Dann komme ich wieder und habe wenigstens Frischwasser. Was wir eigentlich machen. Der Komposthaufen, der gammelt hoffentlich vor die über die Zeit weg. Gut. Anzünden. Und dann fahren wir rüber, würde ich sagen. Einen dicken Ast und zwei kleine war das. Einen dicken. Ja, war richtig. Okay. Ja, wir könnten diesen Verdunstungssammler können wir noch bauen, ne? Hieß das Ding noch, oder? Nee. Wie hieß das denn? War das bei Werkbänken? Den hier. Oh, eine Kupferschüssel. Ja, da fängt der Hamster wieder an zu humpeln, denn wir haben keine Kupfer mehr. Den Solarwasserdestillierer können wir noch machen. Ah, den kann man mit Ton und Kokosnuss machen. Okay. Ja, was auch immer. So, wir haben in dieser Folge geschafft, eine Kupferspitzhacke, die ich noch gar nicht ausprobiert habe. Da ist sie. Guckt euch diese fantastische Kupferspitzhacke an. Das ist doch sehr, sehr nice. Eine Kupferspitzhacke und eine Gasmaske, die wir wahrscheinlich... Macht das irgendeine Veränderung? Nee. Hat sich jetzt ein Stück verbraucht? Nee. Gut. Also wir haben eine Kupferspitzhacke, wir haben Kupfer geholt. Da ist übrigens noch ein Kupfer. Haben wir sonst noch eins? Haben wir nicht. Okay. Okay, okay. Dann haben wir das Anti-Erkältungszeug haben wir dabei. Jo, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Dann gehen wir wieder auf die windige Insel und werden mal gucken, dass wir den Gang da freilegen. Und dass wir mit unserer neu gewonnenen Gasmaske mal diesen Baum besuchen. Den die da irgendwie angebetet haben oder verehrt haben, was auch immer. Ja, das sehen wir aber alles in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss!